Bei mir zu Gast im Studio Christoph Buschan, der CEO der Wiener Börse. Christoph, Sie waren schon öfter da. Wir gehen immer alle Anlageformen durch. Und heute beschäftigen wir uns mal mit dem ATX bzw. den österreichischen Aktien. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Grüß Gott. Wie geht's denn der Börse? Also der DAX hat ja zum Beispiel den besten Start seit 1988 hingelegt. Also die Frühjahrsrallye, die Jahresanfangsrallye, die war schon beeindruckend. Wie sieht das denn in Österreich aus? Wie geht's den österreichischen Aktien? Ja, also den österreichischen Aktien geht es auch gut. Immerhin eine Jahresperformance, also ein Jahreszuwachs vom Jahresbeginn bis heute von 10%. Das lässt sich sehen. Wir haben da ja auch was vorbereitet an Grafiken. Das könnten wir uns jetzt mal ganz detailliert anschauen. Da sieht man nämlich den Nationalindex seit Jahresbeginn. Christoph, vielleicht können Sie da ein bisschen was zu erläutern? Ja, also dargestellt der ATX Total Return, also derjenige Index, der auch die Dividenden beinhaltet, seit Jahresbeginn. Wie gesagt, ein Plus von 10% nach, auch das gehört natürlich zur Wahrheit dazu, 20% minus im vorherigen Jahr. Wiederum das nach 40% plus im Jahr 2021. Ja, also durchaus eine breite Schwankung. Und wenn man ja noch mal ein Jahr zurückgeht und sich überlegt, woran lag denn doch der signifikante Rücksetzer im Jahr 2022 mit diesen 20% minus, dann darf ich daran erinnern, dass wir gestörte Lieferketten hatten. Wir hatten eine völlig veränderte Zinssituation. Wir hatten dann eine dramatisch einsetzende Inflation. Wir hatten steigende Verschuldungen aller Arten. Wir hatten nicht zuletzt auch, insbesondere in Österreich, natürlich eine gewisse geografische Nähe zur Krisenregion Ukraine. Und all das hat für viel Unsicherheit gesorgt und dann auch den entsprechenden Rücksetzer im Nationalindex verursacht. Das scheint alles eingepreist zu sein mittlerweile. Und dann letztlich ja, im heurigen Jahr zu diesem guten Jahresstart geführt zu haben. Aber woran liegt denn dieser gute Start? Ist das jetzt quasi dann auch genau der richtige Zeitpunkt zuzuschlagen auf dem Aktienmarkt? Ja, das ist natürlich eine Frage, deren Beantwortung sich durch den Börsenchef traditionell verbietet. Ich repräsentiere ja ein Infrastrukturunternehmen und wir sind ja sozusagen der neutrale Makler zwischen den Parteien, zwischen den Anlegern und den Emittenten. Und die Anlageberatung und genaue Kauf- und Verkaufszeitpunkte, das ist natürlich bei Analysten, den beratenden Banken und Finanzdienstleistern viel besser aufgehoben. Gleichwohl, und übrigens, wer mich etwas näher kennt, der weiß, ich äußere mich da außerordentlich zurückhaltend, auch persönlich sehr ungern. In gewissen Fällen mache ich es dann doch. In einer besonderen Form, nämlich indem ich einfach Analysten zitiere. Und das tue ich also heute auch hier. Ja, was sagen denn diejenigen, die da also berufener sind, diese Frage zu beantworten, ob österreichische Aktien nun ein klarer Kauf sind? Die sagen grundsätzlich erstmal, schaut auf das Österreich als zentralen Bestandteil eines europäischen Portfolios. Etablierte Unternehmen in der Mitte Europas, mit traditionellen etablierten Geschäftsmodellen, teilweise Weltmarktführerschaft in ihrer entsprechenden Nische. Wir haben ja eine sehr klassische Komposition im Nationalindex, ja, also Öl, Stahl, Banken, Versicherung, Bauwirtschaft, Immobilien, Maschinenbau, etwas Mikroelektronik, aber alles eben Unternehmen, die nicht nur große Zukunftsversprechen vor sich hertragen, sondern die tatsächlich wirkliche Profite zur Verfügung stellen, die dann auch traditionell in einer hohen Quote ausgeschüttet werden. Und die, und das war natürlich im Vorjahr eine Belastung, aber kann für die Zukunft natürlich auch wieder ein großes Plus sein, Unternehmen, die eine umfangreiche Geschäftstätigkeit in der zentral- und osteuropäischen Region entfalten. Ja, das darf man eben nicht vergessen. Die Wachstumsraten in der zentral- und osteuropäischen Region sind traditionell doppelt so hoch wie diejenigen im Westen. Und das wird in Zukunft auch wieder so sein.
Gleichzeitig gibt es vielversprechende Daten, insbesondere aus Osteuropa. Vergessen wir nicht, dass die meisten dieser Volkswirtschaften in ihrer wirtschaftlichen Gesamtleistung das Vor-Corona-Niveau bereits wieder übertroffen haben. Anders als das Österreich, das da etwas hinterherhinkt. Auch Deutschland ist durchaus nicht unproblematisch. Ja, Industrieoutput sinkt seit Jahren. Aber das Erfreuliche für unsere Region hier in Zentral- und Osteuropa ist, dass sie sich zunehmend auch abkoppelt von dieser deutschen Wachstumsschwäche. Und dann gibt es sicherlich, und das führt auch dann zu der besonderen Situation, dass ich mich mal ganz ausnahmsweise mal zu Aktien und zu österreichischen Aktien und die Chancen, die in ihnen liegen, äußere. Dann gibt es einen besonderen Umstand. Und das ist sicherlich die historisch niedrige Bewertung, die wir derzeit im österreichischen Markt sehen. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal als Grafik an. Das haben wir vorbereitet. Da sieht man das noch mal ganz genau. Genau. Was sehen wir hier? Ja, wir sehen hier das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das muss man vielleicht etwas erklären. Kurs-Gewinn-Verhältnis sagt nichts weiter als, ja, wie viele Jahre lang muss denn eine Aktie einen Gewinn produzieren, zur Verfügung stellen, bis der Kaufpreis bezahlt ist. Mhm. Und je geringer also hier der Kennwert ausfällt, und er fällt historisch, das sieht man vielleicht auch im Kontext der vergangenen Jahre, er fällt hier außerordentlich gering aus, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5 bis 7. Also die Gewinne müssen 7 Jahre fließen und dann ist der Kaufpreis der Aktie im Durchschnitt bezahlt. Das ist ein Durchschnittswert von unserem Nationalindex. Jetzt muss man das natürlich etwas kontextualisieren und hinzufügen, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse im DAX derzeit im Bereich von 11 bis 12 liegen, im Eurostoxx, im europäischen Mittel so bei 13, bei den amerikanischen Indizes schwanken sie um die 20. Also allein diese Kontextualisierung zeigt, wie außerordentlich günstig der österreichische Markt derzeit bewertet ist. Man hat allerdings in der Grafik, auch das gehört zur Wahrheit dazu, gesehen, dass der österreichische Markt traditionell vergleichsweise moderat bewertet ist. Aber trotzdem, selbst anhand dieses vergleichsweise historisch sehr moderaten, ohnehin moderaten Bewertungsniveaus, sind österreichische Aktien außerordentlich günstig derzeit. Und das führt in den Augen nicht notwendigerweise des Börsenchefs, aber in den Augen der allermeisten Analysten derzeit dazu, dass das historische Kaufgelegenheiten sind. Was man daraus schon raushören kann, ist, dass man auf jeden Fall einen langen Atem braucht. Jetzt in Österreich spezifisch eher ein kürzerer, langer Atem, aber generell muss man ein Durchhaltevermögen haben. Und ein Riesenvorteil der Aktien sind ja die Dividenden. Ja. Schauen wir uns das nochmal ausführlich an. Das ist letztlich dann das Ergebnis des eben Gesagten, was beim Anleger hoffentlich auch ankommt, nämlich die ausgeschütteten Gewinne. Das ist nicht 1:1. Die Unternehmen verwenden ihre Gewinne ja vielfach. Ja. Sie bestreiten ihre Zukunftsinvestitionen daraus. Sie kaufen gelegentlich auch eigene Aktien zurück. Aber zum großen Teil schütten sie eben auch aus. Das hat eine große und lange Tradition in Österreich und führt am derzeitig sehr attraktiven, nach der Meinung von vielen, sehr attraktiven Bewertungsniveau zu außerordentlich hohen Dividendenrenditen. Ja, hier teilweise jenseits der 8% und im Durchschnitt immer noch bei 4%. Also das ist der Wert auch des österreichischen Markts. Traditionelle, etablierte, profitgenerierende Geschäftsmodelle mit einer traditionell vergleichsweise hohen Ausschüttungsquote. Das hört sich jetzt ja alles so ein bisschen an wie so ein kleines Wundermärchen, fast zu schön, um wahr zu sein. Fragen wir mal provokativ, warum sollte ich denn keine Aktien kaufen? Also ich bin ja ein großer Freund des Abgriffs der sogenannten systematischen Kapitalmarktrendite, also eines langfristig orientierten, breit gestreuten, am besten weltweit allokierten Portfolios. Und hier kann nach der Meinung vieler Analysten derzeit gute Kaufgelegenheit auch für österreichische Aktien sein und also die zum Bestandteil dieses Portfolios zu machen. Langfristig, da bleibe ich dabei, weil das eine Gewissheit, in der ich wirklich ruhe, schlagen Aktien alles. Kurzfristig sind sie sicherlich die risikoreichste Anlageform oder eine der risikoreichsten Anlageformen, die Sie wählen können.
Aber langfristig, noch einmal, schlagen Sie alle zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen, den Immobilienmarkt, die Rohstoffe, das Gold, um mindestens das Doppelte. Wir haben es an der Stelle bereits einmal geklärt. 100-jährige durchschnittliche Aktienrendite, inflationsbereinigt, ganz wichtig, etwas über 5%. Die der Immobilien etwas über 2%. Gold, seitdem wir Marktpreisfeststellung haben, 2%. Rohstoffe, 0. Also langfristig schlagen Aktien alles. Deswegen, ja, lange Antwort auf eigentlich eine kurze Frage. Warum sollte man keine Aktien kaufen? Langfristig gibt es keinen Grund, der gegen den Aktienerwerb spricht. Kurzfristig spricht sicherlich dagegen, dass die Börse ein sehr risikoehrliches Produkt ist und Preise schwanken. Und das tun sie bei den Aktien sicherlich in sichtbarer Weise mehr als bei den anderen Anlageformen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das ein bisschen näher bringen. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Börsen der Welt an.